Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever Schönbau. Ich habe heute so einen kleinen Bastelmix vorbereitet, also kein spezifisches Thema. Wir sind nicht an einem bestimmten Ort, deswegen steigen wir auch einfach direkt ein mit dem Gebastel. Das ist auf jeden Fall entlang der Moselstrecke und da habe ich eben noch eine Unterführung übersehen gehabt. Da geht es irgendwie in so ein kleines Tal hinein und das habe ich dann nachträglich noch umgesetzt, hinzugefügt. Auch eine relativ simple Nummer geworden. Aber möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Unterführungen, Brückenbau und sowas ist, glaube ich, hat immer eine gewisse Bastelrelevanz. Kann man immer gut in der Folge einbauen und das Ganze zeigen. Und auch hier wieder einfach mit der Planierraupe bin ich hier unten durchgegangen. Das ist einfach so eine simple Lösung, ohne dass man die Schienen wieder wegreißen muss, eine Brücke setzen. Das ist einfach absolut top. Mit dieser Mod, das spart wahnsinnig viel Zeit und Nerven. Und man kann praktisch an jedem beliebigen Ort einfach nachträglich, wenn man einen vernünftigen Bahndamm hat, nochmal eine Unterführung reinziehen. Also das ist wirklich ganz hervorragend. So, dann ein bisschen mit dem Geländetool drüber. Dann wird hier noch so eine kleine Felswand hingebaut. Ich kann euch nicht mehr ganz genau sagen, in welcher Location wir uns da befinden, aber das zeige ich auch nochmal bei Gelegenheit, wenn wir wieder in-game sind und auf der Karte unterwegs sind. So, per Hand alles noch ein bisschen begrünen hier. Hat aber definitiv Wiedererkennungswert. Also ist einfach eine Location, die ich da so in der Realität entdecken konnte. Ungefähr so, auch mit der Anordnung der Gebäude. Kann man schon so machen. Passt schon. So, und dann eben noch großflächig begrünen. Da nehme ich dann einfach immer den Förster, ne? Zack, paar Mausklicks. Dann hat man einen schönen, dicht bewachsenen Wald. Und dann passt das. So, Brückengeländer, da haben wir auch immer die Qual der Wahl. Hier ist es einfach so eine kleine Holzmauer geworden. Und natürlich werden die Oberleitungsmasten noch abgestützt, damit die da nicht so in der Luft rumhängen. Häuser werden natürlich auch angeschlossen und mit Besuchermagneten versehen, damit da auch ab und zu ein paar Leute hinlaufen, Autos hinfahren. All diese Geschichten für die Inszenierung. So, ein bisschen mehr Grünzeug hier am Bahndamm. Und die beliebte Heckenbaumethode. Blanky, genau, der hat mir verraten, wie die Dinger eigentlich heißen. Ich habe schon wieder vergessen. Müsste den Kommentar nochmal raussuchen. Aber es gibt quasi so einen Fachausdruck für genau diese Heckenart. So, dann noch ein bisschen was zum Thema Bahndammbegrünung mit relativ simplen Mitteln. Das finde ich immer ein ganz nettes Stilmittel. Einfach hier so hier und da Gebüsche quasi übereinander stapeln, damit das so ein bisschen den Eindruck erweckt, als würden sich da einfach ein paar Pflanzen hochranken. Finde ich ganz nett anzusehen. Jo, quasi ein Mosel-Bastel-Mix in der heutigen Folge. So könnte ich die Folge vielleicht nennen. Gar keine so blöde Idee. Ein Kessel Buntes. Zack, Straße aus Versehen abgerissen. Passiert nicht selten. So, dann hier habe ich einfach nur ein bisschen rumgetüftelt, rumprobiert. Das war dann, also bevor ich mit dem Weinbergbau begonnen habe, das ist halt auch eine ganz nette Methode, sich hier so Schienen reinzuziehen. Ja, um so eine Art Terrassenbauweise anzufertigen und das Ganze wird dann einfach mit Modbox-Elementen noch ausgestattet. Ist auf jeden Fall, also hier noch nicht so perfekt geworden, fügt sich trotzdem ganz nett ein. Aber für den Weinbau, wenn dann auch die Schienen alle perfekt in der Ebene sind, dann kriegt man da wirklich so eine Terrassenbauweise, wie man das ja auch in der Realität dort erkennen kann. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Stilmittel für den Weinbergbau. Natürlich beim eigentlichen Weinbergbau alles noch viel massiver, viel großflächiger, aber hier, das war halt mal so der erste Versuch von der ganzen Geschichte. Keine schlechte Methode auf jeden Fall.
Jojo, also mit der Herangehensweise habe ich auf jeden Fall dann auch noch relativ viel in den Weinbergen gebastelt. Kriegte natürlich alles schön detailliert per Zeitraffer serviert nächste Woche dann. Ich weiß, ich habe das bestimmt schon vor einem Monat angekündigt. Ist locker schon ein Monat her, ne, dass ich die ersten Screenshots gezeigt habe, aber es hat halt wirklich so lange gedauert. Ich habe aktuell wirklich zum Basteln komme ich wirklich nur am Wochenende. Ich kann unter der Woche mal 2-3 Stunden Kleinkram machen, wenn es hochkommt. Und dann halt konsequent einen Abend am Wochenende mehr habe ich einfach gerade nicht. Deswegen, und die Weinberge waren halt wahnsinnig oder sind wahnsinnig zeitaufwendig. Deswegen hat sich das jetzt auch so irrsinnig lange gezogen. So, das waren so ein bisschen Ausbesserungsarbeiten, habe ich auch einfach mal reingeschmissen, ein paar Signale aufgestellt im Bereich Niederlahnstein. Hier sieht man im Übrigen ganz gut, da hat mir einfach noch so ein Vorsignal gefehlt und das war jetzt erstmal der grobe Abstand, knapp 1000 Meter zum Hauptsignal und das ist jetzt, hier setze ich halt die Vorsignalbarken in den korrekten Abständen. Ich denke, ich bin da ziemlich richtig informiert, 100 Meter zwischen der einstreifigen Vorsignalbarke bis zum Vorsignal und die anderen Vorsignalbarken, mindestens drei gibt es ja immer, die sind dann eben jeweils 75 Meter voneinander entfernt. Gibt ja in einigen Fällen gibt es tatsächlich auch mehr als drei Vorsignalparken, aber mehr haben wir sowieso nicht zur Verfügung in Transport Fever. So, dann hatte ich hier genau diese elendig lange Linie angelegt, die wirklich hier die komplette Rheinstrecke runterfährt, über Koblenz und dann die ganze Moselstrecke runter und ja, hier habe ich sie dann mit Zügen bestückt. Hab mir einfach bei jedem Zugspeicher hier nochmal so ein Depot angelegt, damit ich da Züge kaufen kann und habe dann quasi parallel zeitgleich in beide Richtungen mal die ersten Züge auf die Reise geschickt. Und dann geht das los. So, dann sind wir auch gleich schon durch mit dem Gebastel. Ich habe aber einfach nochmal ein paar nette Ingame-Aufnahmen vorbereitet. Ein paar Perspektiven. Ein Neuzugang ist auch nochmal dabei. Eine Dampflokomotive geht auf die Reise. Ich weiß nicht genau, welche Baureihe das eigentlich ist. Ich glaube, die 05er könnte es sein. Naja, und das schauen wir uns jetzt gleich auch nochmal im Anschluss an. So sieht das aus, wenn die ersten Züge auf die neuen Linien gehen. So, da kommt auch direkt im Bauabschnitt Löw, frisch aus dem Depot bestellt, ein Museumszug. Bunt zusammengemischt, mit noch vergleichsweise modernen Wägen auch mit dabei. Aber ich denke mal, das passt schon so. Alt trifft neu, Verkehrsrot trifft schöne Farben, in dem Fall. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, welche Baureihe das ist. Auf jeden Fall eine der schnelleren. Also die kriegt schon deutlich mehr als 100 km/h auf die Schiene. Ich glaube, es ist die 0500. 005. Keine Ahnung, also mit Dampflok-Baureihen kenne ich mich nicht wirklich aus. Aber macht nichts. Also Dampflokomotiven, die nehmen halt jetzt einfach zu. Ich schau mal, dass ich auf die Linien, wo sie halt noch gut unterkommen, wo es reinpasst und wo sie auch, also da müssen natürlich auch ein bisschen flottere Dampflokomotiven sein, damit sie die Linien nicht so sehr in Verzug bringen. Aber ich schaue schon, dass ich jetzt so viele wie möglich von den Museumszügen unterbekomme. So, dann sind wir hier. Machen wir nochmal einen kleinen Abschnitt nach Boppard. Das ist quasi schon mal so ein kleiner Vorausblick auf die Hunsrückbahn. Da muss ich auch an der Stelle direkt nochmal sagen, das wird sehr, sehr Freestyle-lastig, die ganze Geschichte mit der Hunsrückbahn. Das ist auch eher, ja, wird eher Richtung Bergstrecke gehen. Ich meine, es ist eine Steilstrecke, aber es ist halt keine richtige Bergstrecke in dem Sinn. Zumindest von der Optik her, würde ich sagen. Aber wie gesagt, es wird relativ freestylig, da hatte ich einfach Bock drauf an der Stelle. Und ich hatte auch gar keine Möglichkeit, das wirklich realistisch nachzustellen, weil sich die eigentliche Hunsrückbahn halt einfach nicht mehr im Baubereich befindet. So, ich wollte sie aber halt trotzdem zumindest auf irgendeine Art und Weise mit dabei haben. Und das ist eben jetzt hier die 218er, die Ozean Blau-Beige mit den zwei Silberlingen. Die fährt eben hier die Hunsrückbahn hoch. Und genau so ist die dort tatsächlich auch irgendwann gefahren. Ich würde mal die 90er Jahre tippen, da könnte das noch aktuell gewesen sein. In dieser Kombination. Habe ich auch, also ich habe auch andere
Fahrzeuge auf der Hunsrückbahn entdecken können. Da findet man ja schon relativ viel Bildmaterial. Schienenboss kommt hier definitiv noch zum Einsatz. Könnt ihr mich gerne darauf festnageln, das ist fest eingeplant. Und dieselbe Wagenreihung habe ich auch nochmal hier auf die Hunsrückbahn geschickt. Allerdings, ich glaube, mit einer V100. Müsste meines Wissens auch mal so unterwegs gewesen sein. So, dann sind wir hier nochmal an der rechten Rheinstrecke. Ich wollte nochmal diese kleine Grillparty hier so ein bisschen mit drin haben. Ist ja auch ganz schnucklig geworden. Das müsste so kurz vor Rehns sein, glaube ich. Dann Niederlahnstein. Das waren die ersten Silberlinge, die ich auf die Reise geschickt habe. Ist immer noch unterwegs als Regionalbahn. Und da sieht man auch wieder die Problematik Transportfieber. Ne? Der Intercity hält jetzt, normalerweise wäre es natürlich andersrum gewesen. Aber mangels Fahrdienstleiter. Und das ist natürlich auch wirklich sehr, sehr problematisch hier. Es ist kein Beinbruch, weil es ist, also führt nicht zu Verstopfung, aber es sieht halt nicht schön aus. Wobei an der Stelle, das kann ich natürlich noch beheben, indem ich einfach die Zwergsignale durch diese Assets ersetze. Also es gibt ja auch Signale ohne Funktion. Das ist so eine Stelle, wo ich das unbedingt noch austauschen muss. Weil das sieht einfach nicht gut aus, wenn sich die Züge an der Weiche gegenüberstehen. Deswegen, da kommen die Zwergsignale auf jeden Fall wieder weg. So, dann sind wir hier nochmal am Bahnhof in Niederlahnstein. Ist auch mittlerweile relativ hohes Verkehrsaufkommen. Ne? Muss ich auch nochmal schauen, ob ich die Linien nicht nochmal ein bisschen optimieren könnte. Aber es ist halt schön viel Zugverkehr. Also ich glaube, ich lasse es so. Ich reiße halt die Zwergsignale, wie gesagt, nochmal raus. Das sieht einfach kacke aus an dieser, an der Weiche. Dann sollen sie lieber an den Hauptsignalen zum Stehen kommen. Und dann, glaube ich, ist das schon ganz in Ordnung hier, die ganze Ecke. Generell ist auch ein schöner Bauabschnitt geworden. Also ich habe es ja ein paar Mal schon erwähnt. Bin großer Fan von meinem eigenen Lahnstein-Komplex hier. Niederlahnstein, Oberlahnstein. Weiß gar nicht, was es noch so gibt an Lahnsteins. Aber das ist nett geworden. Auch die Gärten habe ich ein bisschen schön ausdekoriert mit den bunten Beeten. Mal so ein Swimmingpool reingeschmissen. Ein paar Sandkästen und all so ein Kram. Und das ergibt schon ein nettes Gesamtbild. Das passt. Und hier sieht man auch schön, also hier sind ja noch auf Höhe der Dieseltankstelle, sind eigentlich, glaube ich, die Ausfahrsignale oder sind es Blocksignale, ich bin mir nicht ganz sicher an der Stelle, aber das kann man noch ein bisschen optimieren. So, Namen der Ortschaft habe ich vergessen. Müsste die linke Rheinstrecke sein, ganz am Rand der Karte. Dort, wo sich diese kleine Insel befindet. Ganz in der Nähe von Koblenz. Kurz vor Ehrenbreitstein. Also der Güterzug, der fährt gerade Richtung Ehrenbreitstein. Das ist dann die nächste Ortschaft. Aber hier ist mir der Name gerade entfallen. Ach, Wallender. Da steht's ja. Auf den Dingsbums. Oder Wallender. Wallender. Habe ich auch schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. Es ist ein Elend. Ein Elend. Aber optisch ganz okay, glaube ich, oder? Passt schon. Der BÜ ist auch nett geworden. Ist auch immer viel los. Sieht man auch mal wieder, die Sims sind nicht die hellsten, weil nämlich 200 Meter weiter ist halt eine Unterführung. Dann müssten sie hier nicht rumstehen. Aber gut, das kann man dann halt wirklich nicht ändern. Und eigentlich, also aktuell in der Realität, ist der, glaube ich, auch nicht mehr in Betrieb, der Bahnübergang. Also sieht zumindest auf den Bildern nicht so aus. Aber egal, das passt schon. Hier nochmal ein Hotel vorbei, ein Autohändler vorbei. Findet sich auch tatsächlich in der Realität hier in Wallender ein Autohändler mit Werkstatt. Weiß nicht, ob es ein BMW-Auto ist, keine Ahnung, wie das wird. Das passt schon. Alles gut. Ah, die, wie heißt sie noch? Chromoxid-grüne Variante der 151, glaube ich. Der Güterzug ist dann vielleicht ein bisschen zu modern für die alte Lok, aber passt schon. Hier, schönes Treffen, 151er. Einmal mit dem schweren Erzzug, Zug Doppeltraktion, Orientrot und Ozeanblau-Beige. Schöne Geschichte. Ja, da habt ihr eure richtig langen Güterzüge. Viele sind es nicht, die wirklich die maximale Länge haben, um die 800 Meter lang. Aber ein paar. Der Abzweig, den muss ich natürlich auch noch irgendwie mal in Betrieb nehmen. Da geht es nämlich von hier ausgehend Richtung Koblenz Hauptbahnhof rüber.
Da muss ich mir auch nochmal was einfallen lassen, wie ich da vernünftige Linien setzen kann. Ich kann auf jeden Fall in beide Richtungen fahren, weil da ist auch eine Überleitstelle mit dabei. Also ich kann tatsächlich von Koblenz Richtung Ehrenbreitstein und in die andere Richtung dort auch noch eine Linie anlegen. Ich weiß halt nicht, was da realistisch wäre. Da könntet ihr mir gerne auch nochmal eine Information dalassen. Gibt es vielleicht eine Regionalexpressverbindung von Koblenz Richtung Wallendar runter? Könnte ich mir gut vorstellen. Möglicherweise sind da auch ein paar Güterzüge unterwegs. Aber also die Strecke ist so gebaut, dass wir Optionen in beide Richtungen haben. Werde ich auf jeden Fall noch auf irgendeine Art und Weise in Betrieb nehmen. So, dann sind wir nochmal an der Mosel. Einer der Regionalexpresszüge hier, die Doppelstock-Variante, geschoben von der 143. Mosel-Staustufe habe ich ja, glaube ich, schon letzte Folge erwähnt. Habe ich in der Zwischenzeit einfach nochmal etwas umgebaut und optimiert, die ganze Geschichte. Sieht aber auch so, also als Kulisse, schaut super aus, finde ich. Gefällt mir total gut, auch wenn das hier nicht in Betrieb ist. Und ja, natürlich, Schleusentore fehlen natürlich noch. Das werde ich auf jeden Fall noch ergänzen hier. Das sicherlich. So, das müsste jetzt nochmal kurz vor Lehmen sein. Hinter diesem Pavillon-Gebäude befindet sich der BÜ und hier sind wir kurz vor dem Bahnhof angelangt. Mittlerweile gefällt mir die Lok. Ich weiß auch nicht. Ich habe die noch nie benutzt. Also ist tatsächlich absolute Premiere hier auf dieser Karte. Habe ich die zum allerersten Mal im Einsatz. Sie hat mir optisch einfach irgendwie bislang nicht gefallen. Aber irgendwie hat sie doch einen gewissen Charme. Schön kantig, kastenförmig. Passt schon. So, hier nochmal kurz vor Schloss von der Leyen. Halten wir auch nochmal kurz drauf mit der Kamera. Und auch hier einfach so dieses Gesamtverkehrsaufkommen, ne, mit dem einen oder anderen LKW. Einige Sims sind hier mit ihren Autos unterwegs. Fußgänger können wir immer wieder entdecken. Ein paar Schiffchen sind mittlerweile auch dazugekommen. Das passt schon. Bisschen hochdringen könnte ich die ganze Geschichte noch so vom Verkehrsaufkommen hier, aber ist kein Muss. Also so ist es. Solange die Performance schön stabil bleibt, ist alles im Rahmen. Mehr als ich erwarten konnte, ehrlich gesagt, als ich angefangen habe. So, gut, das soll es dann auch gewesen sein für die heutige Folge. Nächste Woche dann eben, wie gesagt, Weinbergbau XXL. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Bis zum nächsten Mal.